Wie funktionieren die Fazilitäten? Fragezeichen. So, jetzt nehmen wir an, diese Frage wird gestellt in einer mündlichen Prüfung. Dann kann so eine Frage im Grunde nicht unvorbereitet gestellt werden, sondern man muss erstmal den Bereich, das Thema abgrenzen. Fazilitäten, manche sagen auch Fazilitäten übrigens, Fazilitäten haben zu tun mit der Zusammenarbeit der Nationalbanken, die wiederum in der EZB einen Verbund bilden, ja, also der Nationalbanken. Nehmen wir hier konkret die Deutsche Bundesbank. Und Zusammenarbeit also der Deutschen Bundesbank mit den Geschäftsbanken. Mit den Geschäftsbanken. Damit haben Fazilitäten zu tun. Die Deutsche Bundesbank wirkt auf die Geschäftsbanken in gewisser Weise ein, beziehungsweise Geschäftsbanken haben durch die Fazilitäten auch gewisse Möglichkeiten. Und kurz zusammengefasst kann man sagen, dass diese Zusammenarbeit bezogen auf die Fazilitäten sich bezieht auf Übernacht-Liquidität. Man kann also auch sagen, die Fazilitäten sind ein kurzfristiger Puffer. So, schauen wir uns das genauer an. Was ist Übernacht-Liquidität? Übernacht heißt kurzfristig. Ja, Übernacht, man hat also für ein, zwei Tage. Ja, was hat man? Übernacht-Liquidität. Das kann zwei Dinge bedeuten. Einmal, die Geschäftsbanken haben in Bezug auf Übernacht, also kurzfristig, einen Liquiditätsbedarf oder sie haben einen Liquiditätsüberschuss. Und dann können Sie im Rahmen der Fazilitäten diesen Liquiditätsbedarf decken in Zusammenarbeit mit der Nationalbank, also der Deutschen Bundesbank, oder Sie können den Liquiditätsüberschuss anlegen, kurzfristig. Beides ist sehr kurzfristig. Ja, kurzfristigen Liquiditätsbedarf decken, über Nacht Liquidität sich besorgen bei der Deutschen Bundesbank oder Liquiditätsüberschuss kurzfristig über Nacht anlegen. Das sind die Fazilitäten. Okay, im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.